Heute Morgen um 5 Uhr deutscher Zeit hat Nintendo weitere Informationen zur Nintendo Switch gedroppt. Wann sie erscheinen wird, wie viel sie kosten wird und was für Spiele erscheinen und welche Features die Nintendo Switch noch vorweisen kann, all das gibt es in diesem Video, also unbedingt dranbleiben. Und die erste Frage kann ich euch gleich nehmen, und zwar wurde angekündigt, dass die Nintendo Switch weltweit am 3. März diesen Jahres erscheinen wird. Man munkelte ja vorher irgendwie der 17. März, aber das hat sich nun nicht bestätigt. Und viele von euch fragen sich jetzt natürlich, was soll denn die gute Nintendo Switch kosten? Der Preis wurde nämlich auch bekannt gegeben, und zwar einmal der japanische Preis und der nordamerikanische Preis, und der liegt bei ca. $300. Wie viel die Nintendo Switch nun aber in Europa kosten soll, das wurde noch nicht gesagt. Das bestimmen nämlich eigentlich die Geschäfte individuell, aber die dürfte auch so um die 300 Euro kosten und ist sogar schon vorbestellbar. Dann ging es direkt um den Online-Service von Nintendo Switch, der nämlich kostenpflichtig sein wird. Ja, da haben sich schon sehr, sehr viele Leute drüber geärgert, dass es jetzt kostenpflichtig ist. Nach dem Release wird es eine kostenlose Testphase geben und danach werden die Spieler Geld zahlen müssen, die halt online spielen wollen. Der Preis ist aber noch unbekannt. Weitere Informationen sollen bald dann über die Homepage mitgeteilt werden. Nur, ja, ich betrachte das eigentlich von zwei Seiten. Aber man sollte eigentlich hauptsächlich sehen, dass die Konkurrenz das ja auch schon lange so macht, dass sie monatlich einen gewissen Betrag dafür nehmen, damit man eben online zocken kann mit deren Konsolen. Und warum sollte Nintendo das nicht tun? Also finde ich das eigentlich einen ziemlich sinnvollen, aber dennoch überraschenden Schritt, den Nintendo da geht. Dann wurde nochmal auf die einzelnen Komponenten aufmerksam gemacht. Das wäre einmal die Konsole an sich, das Tablet auch teilweise genannt, die beiden Joy-Cons, die auf den Nintendo Switch Grip gesteckt werden können, und die Nintendo Switch Dock, wo die Konsole eingesteckt werden kann, und der Pro Controller. Das ist jetzt alles sehr, sehr viel, aber im Endeffekt, wenn man einmal den Durchblick hat, versteht man es auch. Und vor allem wurde deutlich gemacht, dass die Joy-Cons sehr praktisch sind für ein komfortables Spielerlebnis. Man kann sich einfach auf die Couch legen und die eine Hand links, die andere rechts haben. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine, und muss nicht immer starr einen Controller in der Hand halten. Vor allem wurde damit geworben, dass es ja sehr viele Spielmodi gäbe. Das wäre zum einen der TV-Mode, ganz normal vorm Fernseher zocken. Der Tabletop-Mode, da stellt man den Bildschirm, wie in einem Trailer im Oktober gezeigt, einfach auf. Kann dann die Joy-Cons beide nehmen und damit zocken, was auch zu zweit geht. Wobei ich da von dem Konzept noch nicht hundertprozentig überzeugt bin. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Dann gibt es halt noch den Handheld-Mode, wo man die ganze Konsole mit den Joy-Cons links und rechts in der Hand hält. Also an sich eine vielseitige Auswahl, wie man eben zocken kann, was ich im Grunde genommen ziemlich cool finde. Und was vor allem immer in Frage stand, ist, wie lange hält denn der Akku? Und ja, der Akku hält zwischen 2,5 und 6,5 Stunden. Was eigentlich eine ziemlich große Spanne ist. Warum sie da jetzt keine konkrete Zeit nennen können, kommt wahrscheinlich aufs Spiel an, aber 2,5 bis 6,5 Stunden, wenn wir da mal den Mittelwert nehmen, so ungefähr 4-5 Stunden würde dann die Konsole halten, was auch eine Konsole mitbringen muss, mit der man auch unterwegs sein kann. Aufladen könnt ihr die Konsole übrigens mit dem USB Typ C. Außerdem wurde gesagt, dass der Screen, wie auch schon erwartet, ein Touchscreen ist und man bis zu 8 solcher Tablet-Geräte, ich nenne sie jetzt einfach mal den Tablet-Controller oder keine Ahnung, das wird ja eigentlich immer als die Konsole bezeichnet, weil da ja eigentlich die Technik hinter steckt. Es können bis zu 8 dieser Geräte per Wi-Fi miteinander connected werden, um zusammen im lokalen Multiplayer spielen zu können. Dann wurden noch einmal die ganzen Button erklärt und vor allem wurde auch gesagt, dass die Joy-Cons einen integrierten NFC-Reader haben, um Amiibos zum Beispiel scannen zu können. Der Button, der auf dem linken Joy-Con zu finden ist, ist der sogenannte Share-Button. Damit können Screenshots gemacht werden und auch später Videos aufgenommen werden, was die Konkurrenz ja mittlerweile auch schon anbietet. Außerdem ist auf der Innenseite der Joy-Cons, die im aufgesteckten Modus in Richtung des Bildschirms zeigen, sind da noch zwei Schultertasten, die dann auch zum Multiplayer-Spielen vor allem sehr gut geeignet sind. Außerdem gibt es diese Joy-Cons in Blau, Rot und Schwarz. Und es gibt solche Aufschübe, die die Handschlaufe hinzufügen und die gerade genannten Schultertasten, so nennen ich es jetzt mal, die an den einzelnen Joy-Cons an der Innenseite zu finden sind, sind dann auch einfacher zu drücken und das Ganze soll dann auch besser in der Hand liegen. Der rechte Joy-Con soll eine Motion-IO-Kamera haben,
Wer jetzt nicht weiß, was das ist, diese Kamera kann Formen erkennen. Also wenn man die Hand davor hält, erkennt es, ob es jetzt zum Beispiel eine Faust ist oder eine offene Hand. Was das jetzt genau bringen soll, weiß ich nicht. Aber er kann zum Beispiel auch den Abstand messen. Und so könnten sich ein paar kleine, coole Spielereien, glaube ich, sehr gut realisieren lassen. Und vor allem mit dem nächsten Feature, das HD-Rumble. Rumble ist diese Vibration, das kennen wir noch damals von der Wii, wo man dann die Wii-Controller in der Hand hatte und das Ganze dann vibriert hat. Ich glaube, das gibt es bei der Wii U auch, bin ich mir ehrlich gesagt gerade gar nicht so sicher. Ich habe das immer ausgestellt. Das neue Feature nennt sich halt HD-Rumble. Das sind verschiedene Arten von Vibration. In der Präsentation haben die das anhand eines Eiswürfelbeispiels gemacht, wo Eiswürfel in ein Glas geworfen wurden und man immer genau zu der Zeit eine Vibration gespürt hat, die sich nicht immer gleich angefühlt hat, so haben sie es zumindest gesagt, sondern es gibt schon verschiedene Vibrationsarten, die dann verschiedene Sachen simulieren, wenn ihr versteht, was ich meine. Das soll soweit aber auch zur Hardware gewesen sein. Jetzt kommen wir zu dem, was die meisten, glaube ich, am wichtigsten finden, und zwar die Spiele. Da wurde nämlich einiges angekündigt, wenn auch nicht alles so ausführlich, aber ich gehe einfach mal der Reihe nach durch. Zuerst wurde das Spiel 1-2 Switch oder 1-2 Switch vorgestellt. Ja, klingt erstmal ein bisschen komisch, das ist aber eine Art Nintendo Land, wo halt die Features der Joy-Cons und der Konsole an sich ausprobiert werden können. Das ist nämlich ein Spiel, was ohne Bildschirm gespielt werden kann. Damit wurde geworben, das Spiel kann man ohne Bildschirm spielen, sondern nur mit dieser HD-Rumble-Funktion. Wie das genau aussehen soll, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist das eben ein Together-Spiel. Wie gesagt, ich weiß nicht genau, wie das aussehen soll, werden wir dann sehen. Das Spiel wird nämlich am 3.3.2017, also mit der Konsole, erscheinen. Dann wurde ein ziemlich sonderbares Spiel vorgestellt, das heißt Arms. Das ist ein Kampfspiel, wo man mit Boxhandschuhen und irgendwie ganz langen Armen kämpft in irgendwelchen Arenen. Das fand ich ziemlich creepy und ja, weiß ich echt noch nicht, was ich davon halten soll. Das läuft wohl über die Bewegungssteuerung, die wohl sehr genau sein soll. Das bedeutet, wenn ihr in der Realität schlagt, beziehungsweise diesen Joy-Con der Hand habt und damit schlagt, wie es damals zum Beispiel auch bei der Wii der Fall war, dann wird diese Aktion auch in dem Spiel ausgeführt. Und das soll wohl sehr genau sein. Das bedeutet, wenn man zum Beispiel beim Schlag das Handgelenk kippt, kann man den Schlag ein bisschen beeinflussen, eben wenn man zum Beispiel nach links kippt, dass der Schlag dann ein bisschen in die linke Richtung geht. Aber so ganz habe ich das Ganze auch noch nicht verstanden und ich wage auch mal ein bisschen zu bezweifeln, ob das wirklich am Ende so funktioniert, wie sie es da zeigen. Auf jeden Fall soll das Spiel auch einen Online-Mode haben und wird im Frühling 2017 released. Mal sehen, was das genau wird. Dann wurde Splatoon 2 angekündigt. Was ich da feststellen konnte, ist, dass man überarbeitete Maps eingebunden hat und auch neue Maps. Weitere Waffen, weitere Charaktere, weitere Kleidung. Alles ein bisschen besser als der erste Teil. Vor allem gibt es viele verschiedene Arten, das zu spielen. Man kann da einmal mit dem Pro-Controller, mit den Joy-Cons, am TV oder mobil spielen. Also damit wirbt Nintendo auch insgesamt, dass es sehr viele Möglichkeiten gibt, mit dieser Konsole zu spielen. Außerdem wird das Spiel natürlich einen Online-Mode haben. Und endlich, hört zu, endlich einen lokalen Multiplayer besitzen. Okay, die Wii U-Fassung hatte auch einen lokalen Multiplayer, das war aber irgendwie sowas mit Ballons abschießen. Das hatte nichts mit dem klassischen Splatoon-Prinzip zu tun und das Spiel soll im Sommer 2017 erscheinen, also auch nicht zum Release, was mich ehrlich gesagt ein bisschen verärgert. Dann kam meines Erachtens nach das Highlight und zwar das neue Super Mario Odyssey. Ich muss sagen, ich war wirklich geflasht. Als ich da heute Morgen um 5.30 Uhr oder was davor saß und das Spiel gesehen habe, es hat einfach eine atemberaubende Grafik. Es sieht bombastisch aus, die Umgebung ist cool. Es gibt sehr viele Umgebungen, Wald, Westernstadt und eine sehr komische Umgebung, und zwar die reale Welt. Ja, Mario wird in dem Spiel auf realen Straßen, mit realen Autos, auf Gebäude klettern, was auch sehr sonderbar ist, aber im Endeffekt relativ cool aussieht. Und ich denke, dass das auch ziemlich viel Spaß machen kann. Und Mario hat ja jetzt auch einen neuen Helfer. Ich weiß noch, damals in Mario Sunshine war das ja der Dreck weg, der auf dem Rücken von Mario saß. Und jetzt ist es seine Mütze mit zwei Augen. Auch ziemlich sonderbar, aber auf jeden Fall ein richtig geiles Spiel. Ja, und die Entwickler haben begründet, dass der jetzt in der realen Welt ist, weil er einfach mal vom Pilzkönigreich weg wollte und eine Reise in eine andere Welt machen wollte. Und ihr seht ja auch gerade Ausschnitte eingeblendet und das sieht doch richtig geil aus. Nur leider wird das Spiel nicht zum Release der Nintendo Switch erscheinen, sondern erst Ende 2017.
Dafür hoffe ich dann, dass das Spiel zumindest auch geil wird. Das waren jetzt eigentlich so die großen Spielankündigungen, die auch ein bisschen ausführlicher gezeigt wurden. Dann wurden natürlich noch weitere Spiele angekündigt, aber relativ kurz gefasst, beziehungsweise nur kurz eingeblendet. Das war zum Beispiel einmal Xenoblade 2. Darauf freue ich mich auch mega. Ich habe ja Xenoblade Chronicles X letztlich noch gespielt und es macht mir einfach mega Spaß. Man hat halt keine weiteren Informationen gedroppt. Ich denke, dafür ist auch noch viel zu früh. Das wird wahrscheinlich erst 2018 oder so erscheinen. Aber auf jeden Fall ist das in Planung. Dann kommt noch Fire Emblem Warriors. Da wurden noch ein paar Ausschnitte gezeigt. Dann Dragon Quest 10 und 11 soll zum Release der Switch nicht in Europa erscheinen, sondern in Japan. Ansonsten gibt es da keine weiteren Infos. Und auch Dragon Quest Heroes 1 und 2 werden für Switch erscheinen. Dann wurde das neueste Spiel der Atlus Series Project Octopath Travelers angekündigt, beziehungsweise nur kleine Ausschnitte gezeigt. Wie gesagt, von den gerade genannten Spielen gab es keine sonderlich weiteren Informationen. Die wurden nur ganz kurz mal gezeigt. Außerdem wurde jetzt auch geleakt, dass Skyrim für die Nintendo Switch erscheinen wird. Und EA hat gesagt, dass sie auch FIFA für Nintendo Switch produzieren wollen. Und das soll wohl ganz cool werden, weil man könnte es ja sehr gut einfügen, dass man auch unterwegs spielen kann und auch mit einem anderen unterwegs vielleicht auch gegeneinander zocken kann. Stelle ich mir ziemlich cool vor. Die gerade genannten Spiele wurden zumindest 10 bis 20 Sekunden gezeigt, aber es kamen noch mehr Spiele, die wurden dann nur 2 Sekunden gezeigt, ganz schnell hintereinander. Das war zum einen Minecraft, WTF, Skylanders, Rayman, ein neues Lego-Spiel. Wie gesagt, die Spiele wurden nur ganz, ganz kurz gezeigt. Ein neues Lego-Spiel, eine Landwirtschaftssimulation, wie es aussah, ein Sonic-Game, Let's Dance, Steep, das ist dieses Skispiel, was mich sehr gewundert hat. Also zumindest sah es aus wie Steep und zwar sehr danach aus. Mal schauen, ob es das auch wirklich war. Dann Fast Racing Neo, eventuell ein neuer Teil, eventuell ein Port. Und dann wurde noch Mario Kart Deluxe gezeigt mit einem Battle Mode, wie es aussah. Es wurde zwar kein offizieller Trailer in der Präsentation gezeigt, aber später hatte Nintendo auf ihrem YouTube-Kanal einen Trailer zu dem neuen Mario Kart veröffentlicht. Was mich ziemlich wundert, dass sie das nicht in der Präsentation zeigen, aber später auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlichen, WTF. Aber auf jeden Fall hat man in dem Trailer gesehen, dass Inklinge aus Splatoon als Charaktere spielbar sind und man konnte auch weitere Strecken, unter anderem eine Splatoon-Strecke erkennen. Zu guter Letzt wurde dann noch ein neuer Trailer zum neuen Zelda-Ableger Zelda Breath of the Wild angekündigt und das Spiel erscheint tatsächlich zum Release der Nintendo Switch. Auch wieder epische Gameplay-Szenen, man sieht einfach, wie riesengroß diese ganze Welt da ist und ich freue mich mega, dieses Spiel dann am 3.3. spielen zu können. Bevor diese Präsentation dann zu Ende ging, wurden noch kurz die Inhalte bzw. Komponente der Nintendo Switch Pakete gezeigt, die dann eben später im Laden stehen werden. Das wäre einmal die Konsole an sich bzw. das Tablet, die beiden Joy-Cons links und rechts, dann die vorhin angesprochenen Armbänder, die Nintendo Switch Dock, wo man das Tablet reinstellt, der Joy-Con Grip, ein HDMI-Kabel und ein Netzkabel. Der Pro-Controller soll wohl separat erhältlich sein. Zudem soll es insgesamt beim Release 2 Editionen geben. Einmal mit farbigen Joy-Con, einen roten und einen blauen. Und einmal mit 2 schwarzen bzw. grauen Joy-Cons. So, das war's für dieses Video. Ich habe euch jetzt in einer relativ kurzen Zeit alles kompakt zusammengefasst. Und natürlich findet ihr die volle Fassung, also den ganzen Stream unten in der Beschreibung verlinkt. Könnt ihr euch gerne mal komplett angucken. Aber das sollten auf jeden Fall alles die wichtigsten Informationen gewesen sein. Dann findet ihr hier noch weitere Videos, die dich mit Sicherheit auch interessieren könnten. Folgt mir doch auch gerne auf Twitter. Dort heiße ich @xerixenlp. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderbaren Tag. Haut rein, macht's gut. Bis zum nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.